Morgen, ihr Lieben. Na, wie sieht's aus bei euch? So sieht's bei uns aus. Wir haben heute den, jetzt muss ich mal überlegen, 11. März. Und Schnee, wieder. Jetzt der dritte Tag, glaube ich, in Folge, wo es die Nacht über geschneit hat. Letzte Woche hatten wir das schon mal einen Tag. Bin ich morgens aufgestanden. Und gegenüber von unserem Schlafzimmer ist das Arbeitszimmer und da war die Gardine quasi oder das Rollo hoch. Und es war schon ein bisschen hell und man konnte das echt gut erkennen. Und da habe ich echt gedacht, mich trifft der Schlag. Nicht? Der ganze Schnee, der da die Nacht über runtergekommen ist, ich mag das ja überhaupt nicht. Und ja, aber was soll's? Müssen wir alles so hinnehmen, alles nur von Allah für uns und irgendwas hat er sich dabei gedacht, Allahu Alam. Ja, wir haben jetzt minus 0,5 Grad gerade, aber die Sonne lacht, das heißt, nachher ist das wahrscheinlich alles wieder weggetaut, weggeschmolzen, hoffe ich doch zumindest. In der Nacht, ja, damit es in der Nacht nicht wieder Glatteis gibt, so wie gestern Abend. Ja, ansonsten, was kann ich euch sonst noch? Jetzt müssen wir uns nach einem neuen Prüfungstermin umgucken. Und ja, unglaublich, ehrlich. Also, naja, was soll's. Das ist alles so gewollt und von Allah für uns so vorgesehen, warum auch immer. Auch wenn wir das jetzt gerade nicht erkennen, aber irgendeinen Grund wird es gehabt haben. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag weiterhin. Es ist nur ein kurzes Video von uns, ein kleines Update. Oh, guck mal, hier kommt gleich ein Storch. Schaut mal. Der stratzt durch den Schnee, süß, oder? Wir haben hier nämlich in der Nähe die Storchenstation. Da kommen die Storche dann mal wieder im Frühjahr. Im Frühjahr, was wir ja jetzt mit Schnee haben. Und ja, kriegen ihre Babys hier und ziehen die ein bisschen auf und dann ziehen sie aus der Storchenstation. Die kommen jedes Jahr halt wieder. So eine geförderte, ja, die wird von Spenden gefördert, meine ich, und von der Stadt. Und da kann man auch, wenn man mal möchte, wenn man mal hier in der Nähe ist, dann auch mal hingehen und sich das angucken. Ist wirklich ganz schön. Genau, das wollte ich noch erzählen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald mit dem nächsten Video. Inshallah, bleibt gesund und bis bald. Bye, bye. In der Nacht, ja, damit es in der Nacht nicht wieder Glatteis gibt, so wie gestern Abend. Ja, ansonsten, was kann ich euch sonst noch Schönes erzählen? Uns ist wieder grande Katastrophe. Jetzt war ja angedacht, dass sie jetzt Prüfung macht, die Tage. Und vorgestern haben sie uns geschrieben, ja, weil er darf nicht teilnehmen, weil seine Unterlagen nicht gekommen sind. Obwohl wir angemeldet sind und alles, also ist alles angemeldet, bezahlt, man war persönlich da. Da hat sich ja einiges geändert, habe ich ja auch schon mal erzählt. Ne? Man muss ja sich online anmelden, dann muss man nochmal persönlich in der Schule vorbeikommen. Aus welchem Grund auch immer, das hat das Gast oder BAMF so gemacht. Neue Prüfungsgesellschaft und bezahlt ist auch alles und trotzdem haben sie keine Prüfungsunterlagen geschickt. Jetzt habe ich gestern nochmal gefragt bei der Schule, woran das liegt, ob wir irgendwas vergessen haben oder was falsch gemacht haben. Nein, das sind die Kinderkrankheiten, nachdem jetzt Gast das übernommen hat für die nächsten 2 Jahre. Traumhaft, frage ich mich natürlich, was kommen da noch für Kinderkrankheiten hoch, wenn sie dann die Prüfung auswerten, nicht? Also, ja. Daumen runter, Gast, also wirklich. Jetzt müssen wir uns nach einem neuen Prüfungstermin umgucken. Und ja, unglaublich, ehrlich. Also,